So, auch hier gibt es jetzt heute, wenn ich reingeklettert kriege, wenn ich reingeklettert komme, das erste Mal ein Portionchen Barf für die Herren und Damen. Und jetzt schauen wir mal, ob es ihnen schmeckt. Zur Erklärung, das habe ich jetzt beim anderen Wurf gar nicht erzählt. Da viele aber beides gucken, erzähle ich es jetzt einfach hier. Barf ist die biologisch artgerechte Rohfütterung, also sprich, ja, unter anderem Fleisch. Ich will jetzt auch keinen Vortrag darüber halten, ist der Hund ein Fleischfresser oder ein Allesfresser, was auch immer. Würde jetzt zu weit führen. Das hier ist quasi ein Fertig-Barf-Menü von einer Firma, die das im Internet vertreibt und dann liefert. Schon alles klein geschnitten auf Würfelchen. Ein Mix aus allem möglichen, Innereien, Pansen, Fleisch. Die großen fleischigen Knochen habe ich jetzt rausgeholt, weil das würden die tatsächlich noch nicht gefressen kriegen, die kleinen. Ja. Man sieht, es schmeckt. Queenie? Juno, wach geworden. Komm her. Gibt Essen. Ja, Quini, du kriegst gleich. Es wird sogar schon Mundraub betrieben. Aha, Josie bunkert. Entschuldigung. Glaube nicht Josie, sondern Lou. Schmeckt gut. Ja, man sieht leider vor Welpen nichts. Es tut mir leid. Sehe ich schon, übrigens ist mein Lou mit dem Lager. Pardon. Aber dir schmeckt's auch nicht, Josie. Oh ja, das war gut. Queenie auf der anderen Seite will bei ihren Welpen gerade rein.